liebe Schachfreunde. Ich will euch natürlich nicht die Partie vorenthalten, die aus meiner Sicht schicksalshaft vorentscheidend war, im Finale der Chess960-Weltmeisterschaft zwischen Wesley So und Magnus Carlsen. Und das war aus meiner Sicht diese Partie hier schon vom ersten Tag, die aus dieser Stellung hier begann. Das war eine auf den ersten Blick enttäuschende Ausgangsstellung. Wir haben hier links und rechts vom König jeweils einen Läufer und einen Springer. Dazu tatsächlich viele der Figuren auf ihren bekannten Ausgangsfeldern. Und es war tatsächlich so, dass in den meisten der gespielten Partien relativ schnell gewohnte Stellungsbilder entstanden. So auch hier, nach 15 Zügen schon, und hier möchte ich zunächst einmal einsteigen, auf die Eröffnung gehe ich am Ende des Videos noch einmal ein. Nach 15 Zügen hatten die beiden diese Stellung hier aufs Brett gebracht, die von der Bauernstruktur her bekannt ist. Aus vielen Varianten des Damengambits entsteht so eine Bauernstellung. Weiß hat hier schon seinen Minoritätsangriff am Damenflügel gestartet. Das Gegenspiel von Schwarz am Königsflügel lässt aber noch auf sich warten. Allerdings ist das Gegenspiel am Königsflügel nicht immer und nicht das einzige Rezept gegen den Minoritätsangriff. Das wissen wir. Und so war es auch hier. Carlsen war schwarz und er hätte hier mit Turm E6 oder aus meiner Sicht auch mit C5 weiterspielen sollen, wonach die Stellung weiterhin ausgeglichen gewesen wäre und in gewohnten Bahnen verlaufen würde. Carlsen hat an dieser Stelle aber H7, H5 gespielt und mit diesem Zug beginnt er die Stellung etwas lässig und vielleicht etwas unvorsichtig zu behandeln. Die Antwort von Wesley So war H3 und es ging weiter mit Dame C8, B schlägt C6, Turm E6, F3 und Turm C6. Bis hierher ist natürlich noch nichts Wesentliches passiert. Das Gleichgewicht ist immer noch erhalten. Jetzt hat Wesley So E3, E4 gespielt und das Zentrum angegriffen. Und nach D schlägt E4 und F schlägt E4 war ein Punkt erreicht, an dem Magnus Carlsen der Stellung hier seinen Stempel aufdrücken konnte. Er spielte hier Springer E5 und entfernt den Springer G6 vom Königsflügel, was den schwarzen König natürlich schwächt und in der Folge gerät er tatsächlich in einen schweren Angriff. Das hätte nicht sein müssen. Offenbar aber war Magnus Carlsen wild entschlossen, mit kompliziertem Kampf nach Möglichkeit eben diese Partie zu gewinnen und seinerseits vielleicht dadurch schon für eine Vorentscheidung zu sorgen. Er hätte hier auch mit ruhigen Zügen weitermachen können, meinetwegen Turm D7 oder Dame D7, aber am allerbesten gefällt mir persönlich Dame A6 und das Spiel auf den weißen Feldern. Der Turm D3 hängt, Turm FD1 ist erzwungen, Springer B5 geht ja nicht wegen Springer E4, also Turm FD1 und Turm DC8. Nun schauen die beiden Bauern im Zentrum natürlich sehr gefährlich aus, aber wir wissen sehr wohl, dass diese hängenden Bauern durchaus auch anfällig sind. Sobald sie vorstoßen, entstehen Löcher, in die sich die schwarzen Figuren, die schwarzen Springer vor allen Dingen sehr gut hineinsetzen können. So auch hier, nur mal angenommen, dass Weiß hier mit E4, E5 sofort vorgehen würde, könnte Schwarz mit Springer E4 antworten und nach Springer E4 Turm C1 spielen und Schwarz übernimmt bereits das Kommando. Ebenfalls schlecht wäre D4, D5 wegen Turm C4 und nach D5, D6 wird der Bauer mit Springer E5 sehr schön gehalten und eingefangen. Auch hier sind die Aussichten für Schwarz eher besser. Noch eine weitere Variante aus dieser Stellung, Läufer G5.
Was auch auf den ersten Blick attraktiv aussieht, das Feld G5 ist ja in weißer Hand. Hier kann aber Turm C3 folgen. Turm schlägt C3, Turm schlägt C3, Dame C3 und Springer E4. Und auch hier neigt sich die Waagschale zugunsten des Schwarzen. Dame C1, Dame A4 und so weiter. Schwarz hat bereits mehr als genug Material für die geopferte Qualität. Die beste Fortsetzung in dieser Stellung wäre wahrscheinlich so etwas wie Turm F3. Aber auch hier hält Schwarz mit Dame C4 oder Turm C4 oder anderen Ideen, meinetwegen auch Springer H4, relativ problemlos das Spiel ausgeglichen. Kommen wir nun zur Partie. Carlsen spielt also den höchst riskanten Zug Springer E5 und nach Turm E3 hängt nun der Springer E5 und muss nach C4. Denn Turm D4 kann Weiß mit Springer E2 beantworten. Und die Dame schielt nicht nur zum Turm D4, sondern auch zum Springer E5. Schwarz müsste hier auf C1 die Qualität opfern. Also Springer C4, das ist wieder die Partiefortsetzung. Turm EF3, Turm schlägt D4 und Springer D5. Und auf einmal sind alle weißen Figuren in perfekter Angriffsstellung. Schwarz muss nun höllisch aufpassen, nicht gleich unter die Räder zu geraten. Allen voran droht zum Beispiel Turm F6 nebst Springer E7. Carlsen hat Turm E4 gespielt und nun Läufer H6, ein sehr ideenreicher Zug, wobei sogar auch Springer F6 nicht zu verachten gewesen wäre. Turm F6, Turm F6, G schlägt F6 und Dame F6. Und auch diese Stellung bietet Weiß vorzügliche Angriffschancen. Nach Läufer H6 verfiel Carlsen tatsächlich in langes Nachdenken und hat hier Springer E8 gezogen. Ein guter Verteidigungszug. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass er diese Stellung, die er selbst herbeigeführt hat, mit einem Hochgenuss gespielt hat. Läufer G7, die Antwort von Wesley So. Er legt den schwarzen König frei. Springer G7 geht nun nicht gut wegen Turm F7. Und es ist geradezu fürchterlich, was hier alles droht. Auf F6 das Springerschach, auf E7 das Springerschach. Turm G6 ist hier wohl die beste Verteidigung. Diesem Zug liegt die pfiffige Idee zugrunde, Springer E7 mit Turm schlägt E7 beantworten zu können und nach Turm schlägt E7 Dame C5. Ein übler Doppelangriff der schwarzen Dame, so geht es nicht. Aber Turm G7 wäre gut möglich für Weiß und nach Turm schlägt G7 Springer F6, Schach, König H8 und Springer E4. Und auch diese Stellung ist besser für Weiß, der vorzügliche Angriffschancen sich erhalten hat. Zurück zur Partie. Also es kam nicht zu Springer G7, sondern Carlsen spielt Springer D2. Das ist auch die beste Antwort. Schwarz muss wohl oder übel zulassen, dass die weißen Figuren den schwarzen König noch weiter entblößen werden. Und er muss versuchen, Material einzusammeln, also Springer D2 mit Qualitätsgewinn. Es kommt aber Turm F7, Springer schlägt F1 und Turm F8, Schach, König H7 und Läufer E5. Schwarz hat im Moment einen ganzen Turm mehr, aber die Drohung Turm H8, König G6 und Springer E7 mit Gewinn der schwarzen Dame ist erneut äußerst schwierig nur abzuwehren. Auch hier muss Schwarz auf Gegenangriff setzen und das hat er hier auch gemacht, Turm C1. Bis hierher verteidigt sich Carlsen ganz hervorragend. Turm H8, König G6, Springer E7, König F7 und Turm H7 Schach. Und hier spielt Schwarz das natürliche König E6. Möglicherweise die einzige Ungenauigkeit von Carlsen in dieser
Partiephase. König F8 wäre hier die etwas präzisere Fortsetzung. Die Folge wäre Springer C8, Turm A1, Läufer A1 und Turm A4, wonach Weiß zwar immer noch eine Initiative hat, aber Schwarz hat durchaus gute praktische Chancen, hier das Remis zu erreichen. Die Partiefortsetzung war eben König E6 und jetzt ging es weiter mit Springer C8, Turm A1, Läufer A1 und Springer G3. Und Schwarz möchte den Läufer A1 einfangen, meinetwegen mit Turm E1 Schach oder natürlich auch Turm A4 spielen. Also Turm A7 von Wesley So, Springer F5, jetzt droht tatsächlich Turm E1 und jetzt kommt ein wunderschöner Zug von Wesley So, Läufer H8. Er spielt den Läufer entlang der Diagonale ins andere Eck, einzig und allein, um tatsächlich den Läufer zu retten und aus dem Angriffsbereich des schwarzen Turms zu entfernen. Das ist im Grunde das einzige Feld auch auf der Diagonale, was für den Läufer wirklich sicher ist. Läufer C3 geht natürlich nicht wegen Turm C4, das ist ein Doppelangriff auf den Läufer C3 und den Springer C8. Und es bleibt dann ja nur noch Läufer B2. Hier könnte aber Schwarz auch mit Turm C4 fortsetzen und Weiß wäre zu Turm A8 gezwungen, was natürlich keine tolle Aufgabe ist für den weißen Turm. Springer B6 könnte Schwarz ja schon wieder mit Turm B4 beantworten. Also Läufer H8, ein hübscher Zug, der tatsächlich unterstreicht, dass Weiß hier weiterhin die Initiative hat. Es ging weiter mit Turm E2, G4, H schlägt G4, H schlägt G4, Springer E3, Turm E7, König D5. Die Stellung hat sich immer noch nicht beruhigt und hier kam Turm E8. Und diese Variante wäre tatsächlich eben nicht möglich gewesen, wäre der König vor einigen Zügen auf das Turmschach eben nach F8 gegangen. Turm G2, König H1 und Turm G4, Turm E3, Turm H4, König G2 und Turm H8, Springer B6 und Weiß hatte eine Figur gewonnen. Die nun folgende technische Phase behandelt Wesley So ebenfalls fehlerfrei. Ich zeige euch die ganze Partie gleich im Schnelldurchlauf. Kommen wir zurück in die Ausgangsstellung. Was tun, wenn die Stellung der normalen Stellung doch so sehr ähnelt? Was tun, wenn wir alles andere im Sinn haben, bloß kein klassisches Schach zu spielen? Nun, das ist nicht immer eine leichte Aufgabe. Die Läufer und der Springer B1 werden sich zwangsläufig auf natürliche, aus dem klassischen Schach bekannte Felder entwickeln. Aber der Springer H1, darin unterscheidet sich diese Stellung von der klassischen Ausgangsposition und auf diesen Springer sollte man die Eröffnung hinschneidern. Springer G3 beispielsweise und nach Springer G6 E4, das passt zum Springer G3 und nun E5 beispielsweise gefolgt von Springer C3 oder Läufer C4. Springer C3 zum Beispiel mit der Fortsetzung Springer C6 und nun aber Springer D5. Hier haben wir noch eine Besonderheit, die sich von der Ausgangsstellung im klassischen Schach unterscheidet, der Bauer C7 hängt. Dame B8 wäre erzwungen, C3, Springer E7 und nun entweder D4, was zu leichtem Vorteil für Weiß führt, meinetwegen Springer D5, E schlägt D5, E schlägt D4, Turm D4 und so weiter. Aber es geht auch Springer E3. Nun haben wir hier zwar gleichfarbige Springer und der Springer E3 verstellt auch noch den Läufer C1. Aber schaut mal die schwarzen Figuren an. Auch der Springer E7 steht nicht gerade prächtig. Er verstellt dem Läufer E8 die Diagonale. Und von daher ist klar, dass Schwarz auch noch einige Zeit brauchen wird, um seine Figuren umzugruppieren
und die Entwicklung zu vollenden. Schauen wir mit Läufer C4 auch noch eine Variante an, meinetwegen Springer C6, Springer C3 und Springer D4. Hier müsste Weiß gar nicht einmal Dame B1 ziehen, sondern es geht hier auch vielleicht etwas überraschend die Gerochade, Springer C2 und nun auch nicht Dame B1, sondern Springer B5. Schwarz kann nun noch nicht rochieren, er muss Dame B8 spielen und nach Dame B1 haben wir ebenfalls eine sehr interessante und inhaltsreiche Stellung, die ein spannendes Mittelspiel garantiert. Beispielsweise Springer D4, Springer schlägt D4, E schlägt D4, Dame D3, C5, Dame B3, Springer E5, Läufer D5 und Weiß hat prächtige Kompensation für den geopferten Bauern. Ja, ich denke, so müsste man die Stellung angehen, eine Variante wählen, in der der Springer G3 die Hauptperson ist, um die sich am Anfang alles dreht sozusagen. Mir scheint, dass Magnus Carlsen, nachdem es ihm nicht gelungen war, die Partie in kreative, ungewohnte Bilder zu überführen, dass er mit den Zügen H5 und dann eben Springer E5 die schwarze Stellung überstrapazierte. Das war sicher nicht gewollt, das war auf keinen Fall gut. Er hat sich zwar hervorragend verteidigt, aber in Wesley So ein gleichwertiges Gegenüber gehabt. Wesley So hat eine brillante Angriffspartie hier gespielt. Es lohnt sich wirklich, diese Partie in Ruhe noch einmal anzuschauen. Ich bin wirklich nur auf die wichtigsten, auf die spannendsten Varianten eingegangen. An dieser Partie könnte man wirklich tagelang analysieren. Ja, wie gesagt, in gewisser Weise war das schon die Vorentscheidung. Magnus Carlsen war verständlicherweise arg geknickt nach dieser Niederlage und er hat sich ja am Folgetag dann tatsächlich auch noch nicht wieder gut erholt gezeigt. Wohingegen Wesley So, beflügelt durch den Sieg in dieser Partie, auch am nächsten Tag brillantes Schach gezeigt hat und Magnus Carlsen in die Schranken verweisen konnte. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid in einer Woche wieder dabei bei der nächsten Chess960-Analyse. Bis dahin also, ciao!